Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, das machen wir dann doch nicht. Warum wir jetzt hier schon wieder Probleme mit dem Menü hatten. Naja. Okay. Immerhin haben wir den ollen Skelettmann hier platt gemacht. Mal gucken, ob wir den jetzt irgendwie... Okay, höher dran für Draugurst oder wie auch immer. Ja, dann gucken wir mal, was er hier in seiner Kammer hatte und werden uns dann auch gleich wieder verpissen. Nein, das war die falsche Taste. Und was haben wir denn hier? Schwaches Gift der Erzürnung. Okay, nehmen wir mit. So, jetzt heilen. Und jetzt. Oha, ich dachte schon. Ein Dietrich, na super. Ein Seelenstein. Zauberfunken. Eisen, Zweihänder der Seelen. Stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Oha. Oha. Das ist jetzt aber Zweihänder, glaube ich, gewesen. Na, warum wir den? Ich bin blind. Eisen, Zweihänder der Seelen. 17. Ja, war Zweihänder. Ich lese sogar noch. Frage Seelenstein. Wir haben ja ein paar gefunden. Seelensteine. Die sind unter Sonstiges hoffentlich. Kleiner Seelenstein. Und winziger Seelenstein. Ich glaube, da brauchen wir noch irgendwie noch... Brauchen wir noch diesen Seelenfänger? Wie damals? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da gab es doch so ein... Zauberspruch, glaube ich. Achso, und wir waren hier schon richtig. Und rennen jetzt gleich mal hier hoch. In der Hoffnung, dass wir hier nichts vergessen haben. Und haben erstmal, ja, Skelettmann geplättet und werden jetzt erstmal weiter gucken. Na, das gefällt mir schon wieder nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hallo? Da lauert uns doch schon wieder einer auf hier. Da wird gleich einer irgendwie erwachen, habe ich so ein schlechtes Gefühl jedenfalls. Das ist mir jetzt eigentlich dann auch Schnuppe. Ja, das Schild funktioniert ja wieder super. Und auch dazu... Ja, den Stahlstreitkolben auf die 6. Hops. Totenschädel. Totenschädel. Okay, da ist das die nächste Ladesequenz. Stahlpfeil, Gold und nochmal Tränke. Vielleicht hätten wir vorher noch einfach einen Trank nehmen sollen. Dann hätte ich gar nicht so abhauen müssen. So, Himmelsrand. Wenn du dich mit jemandem anfreundest, kann er dir erlauben, bestimmte Dinge aus seinem Heim mitzunehmen. Das heißt also quasi, man kann einfach klauen. Man kann Freunde beklauen. Aber das macht man ja eigentlich nicht, oder? Doch, macht man. Wo sind wir denn hier? Am Nordpol? Sieht jedenfalls ziemlich kalt aus. Ich bin ja so doof. Ich bin so doof. Ja. Das tut mir jetzt leid. Obwohl eigentlich so ein Ladescreen hat ja immer was Schönes. Man kann sich immer irgendwie freuen, dass es gleich weitergeht. Das macht man ja eigentlich gern. Und dieselbe Nachricht liest man auch gern. Ja, das ist genau dieselbe Nachricht. Scheint wohl irgendwie in jedem Ladebildschirm immer dasselbe zu sein, so textmäßig, wenn man von einem Ort zum nächsten schippert. Oh, da ist was Neues. Wenn du einen Seelenstein eine Seele enthält, kannst du mit ihr oder auch nicht. Das sieht hier ziemlich nach Drachen aus. Das
die Skelette oder die Überreste sind auf jeden Fall ziemlich. Da wären wir beinahe runtergefallen. Kann man hier irgendwie hoch? Ja, kann man. Und hüpf. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, hier kommen wir nicht lebend weiter. Nochmal zurück. Hüpf. So, und hüpf. Hüpf. Oh, was haben wir denn da? Zaubertrank des Schlossknackers. Ich habe beinahe gelesen, Nussknacker. Dann hätte ich mich aber allerdings gewundert. Wer will wessen Nüsse hier knacken? Da kommen wir doch jetzt gar nicht runter. Gunther, sag mal. Hüpf. Hüpf, 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 hüpf. Ah, nein, nein, nein. Ah. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Oder müssen wir nach oben? Kommt man da ganz hoch auf den Berg? Ah. Ich sehe uns hier schon irgendwie krepieren. Mir scheint so. Na, da habe ich doch schon was blitzen sehen eben. Da holen wir doch gleich mal den Bogen raus. Das sieht aber. Das sind Mammuts, wa? Haben die vielleicht auch Gold gefressen, wie alles andere hier? Dass man irgendwie Gold findet in den Mammutknochen? Nee. Aber haben wir denn jetzt. Ich guck nochmal kurz ins Questmenü. Begib dich zur Akademie von Winterfeste. Bringe die Klaue zu Lucan. Okay, dann machen wir das. Aber eigentlich wollte ich die. Das ist doch bloß ein Knochen. Habe ich mich gerade verjagt. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Wir müssen da rüber. Boah, wo sind wir denn hier rausgekommen? Oh, hier ist die Anisis-Hütte. Und da sind die Wächtersteine. Ich würde sagen, wir gehen zurück zu den. Na. Zu den Wächtersteinen. Laden uns dann nochmal irgendwie auf oder so. Da könnte man sich ja irgendwie nochmal ein bisschen Bonus holen. Und dann machen wir uns wieder auf Richtung Flusswald, aber diesmal nicht auf der Seite hier, wo wir vorhin rüber gelatscht sind, sondern wir werden hier oben lang laufen. Vielleicht finden wir da noch etwas Interessantes. Aber wir sind leider auf der falschen Seite gerade, glaube ich, ne? Oh, nein, ich hab schon wieder zu laut gequasselt. Ich wollte doch unbedingt so ein. So ein Fuchs. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist der da gerade in den Fluss gesprungen? Das ist ja unglaublich. Das ist ja. War er das oder war das ein Fisch? Gibt's hier Haie? Das ist ja. Das. Der ist hier gerade baden und. Oder ist er. Ah. Was haben wir denn da drüben? Wir müssen eh darüber jetzt, ne? Müssen wir darüber? Das ist ein Elch und da hinten sind, glaube ich, Wölfe oder so. Und hier waren, glaube ich, auch Wölfe. Aber vielleicht können wir nochmal zu der Jägerin, mit der wir uns ja eigentlich verscherzt haben, weil wir sie irgendwie beklaut haben. Vielleicht können wir der irgendwie ein paar Sachen andrehen, aber die hatte, glaube ich, sowieso nicht so viel Geld. Vielleicht war ja jetzt jemand anders da und hat. Na. Und hat ihr irgendwie was abgenommen und sie hat dadurch mehr Geld oder so. Ah, das ist ja. Komm her. Nicht Hirsch, was ist das? Ist das ein Hirsch? Oha. Der war ja jetzt aus dem Schleichmodus. Hinter dem Hügel haben wir ihn da mal ordentlich abgefrackt. Wo ist er denn? Komm her, ich brauch dein Geweih. Das ist ja Hirschfell und Wildbret. Njam, 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 njam. Ich weiß zwar nicht, ob man das jetzt so roh essen kann, aber da war, glaube ich, irgendwo Anises Hütte. Und jetzt ist es auch urplötzlich wieder. Was haben wir denn da hinten? Da laufen noch ein paar Leute.
Und hier werden wir erstmal guten Tag sagen und dann werden wir uns gleich mal da hinten erkundigen. Ich jage und fische seit Jahren in... Meine Wilderei tut ja, doch niemandem was weh. Was habt ihr zu verkaufen? Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Werft einen Blick darauf. Hast du irgendwas Neues? Nee, sonstiges auch nicht. Aber wir hätten hier... nee. Und da ist das Menü auch schon wieder zugegangen. Bis dann. Ist auch egal. Und wir werden uns mal... Was haben wir denn? Wo kommen die Bienen denn jetzt her? Waren die nicht noch da drüben eben? Da laufen... Was ist denn hier los? Guten Tag. Ja. Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Was? Hey. Das ist ja... Das ist ja... Ihr wollt mich... Das kann doch nicht wahr sein. Da war ich gerade überrascht. Der hat uns einen auf den Kopf gegeben und... ich glaube, wir sollten dann eventuell... Ach nee. Okay. Pass auf. Dann ist der Experte wohl doch irgendwie... Das darf doch alles nicht wahr sein. Jetzt haben wir auch den Elch nicht mehr und wir haben... Wir müssen hier von oben nochmal... Ach, das ist mir jetzt auch... Das ist jetzt mir... Na, war das... Nein, war keine Höhle. Das ist doch... Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Und ich sag noch Hallo. Hier muss man echt irgendwie vor jedem seine Waffe ziehen. Oh, aber den Herrn Vogt... Na okay, wir wissen ja schon, der haut gleich nach drüben ab. Und wir werden dann auch gleich mal da rüber schwimmen. So. Das ist ja praktisch, dass wir hier unter Wasser atmen können. Da ist nichts drin. Jetzt hier in Ruhe umsehen können. Seelensteine. Ist hier noch etwas Interessantes? Ein Stahlstreitkolben und... Was ist das? Ein Balsamierungswerkzeug. Okay. Oder ein zwei... Balsamierungswerkzeug. Oder wie auch immer. Hier unten können sie uns sowieso nichts. Die beiden netten Herrschaften. Und ich dachte schon, ich hätte jetzt einen Finish-Move und musste erstmal begreifen. Oh, da ist schon wieder jemand. Da sollten wir doch gleich... ja, die 5, die 6. Hey, pass doch auf! Ich setze mein Gold auf den Großen. Ihr seid... Kollegen? Das geht euch nichts an, Bürger. Wer seid ihr? Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Wie? Einmischen? Wer sind die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmerimundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Och Mann, ist der vielleicht netter? Geht, ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Haben alle Talmor so eine hohe Meinung von sich? Mein Herr. Dass wir den Menschen überlegen sind, ist eine wohlbekannte Tatsache. Nehmt zum Beispiel diese Verehrung des Talus, des neunten Göttlichen. Ha. Bla, bla, bla. Ihr doch gewiss nicht. Natürlich. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen Ja, natürlich. Möchtet. Ich war bei eurer Mutter. Ach, ich ahne Schlimmes. Ich schweige. Ich kann euch nicht leiden. Ich glaube, ihr seid ein Ketzer. Und so werdet ihr den Das Tod kann eines doch Ketzers nicht wahr sein, mein Herr.